Und zwar geht es hier den Pokal für den Best Firebird. 1967 wurde von der Marke Pontiac der Firebird auf den Markt gebracht. Den gab es dann in verschiedenen Ausführungen. Und zwar gab es meistens die normalen Firebirds, dann gab es die Formula 400 und als Topmodell den Firebird Trans Am. Also es gibt Leute, die einem berichten, Trans Am wäre eine eigene Marke oder ein eigener Typ, das stimmt nicht. Das ist also immer ein Firebird, nur die Top-Ausstattungsvariante, vor allem die Top-Leistungsklasse war also immer ein Trans Am. Dieses hier ist Baujahr 77, hat einen 400 Kubik-Inch Motor, 400 Kubik-Inch, also Kubik-Inch ist die amerikanische Hubraumangabe. Und Sie können das ganz einfach ausrechnen, wie viel das im Hubraum in Kubikzentimeter ist. Sie nehmen jetzt die 400 Kubik-Inch und tun das Ganze mal 16,387 multiplizieren. Okay, wisst ihr jetzt, Hubraum 6,6 Liter, ganz einfach. Alle verstanden, super. Also diese Wagen hatten einen 400 Kubik-Inch V8 Motor drin, mit reichlich Leistung, was leider dann ab 1978 etwas gedrosselt wurde. Aber man kann auch selbst noch aus diesem Motor viel rausholen. Und hier haben wir also einen typischen Vertreter dieser Szene. Mehr als 35 Jahre wurde der Firebird gebaut, dann ist er eingestellt worden. Die Marke Pontiac soll nächstes Jahr leider sterben. Also GM im Zuge der Sparmaßnahmen wird also die Marke Pontiac einstellen. Aber hier ein wunderschöner Wagen. Ein Applaus für den Volker Gehrke. Herzlichen Glückwunsch. Viel Spaß noch hier und guten Heimweg. Es ist übrigens, was ihr eben gehört habt, wenn der Motor gestartet wird bei einem Pontiac 400 Kubik-Inch Motor, das hört sich immer an, als wenn jetzt gleich was kaputt geht oder jemand eine Kette irgendwo reinschmeißt. Es ist das typische Anlassgeräusch, das nur der 400 Kubik-Inch Pontiac Motor produziert.